Lumber, schön vorsichtig. Ey, du! Ich hab doch gesagt, du sollst aufpassen. Sehen Sie mal, was ich hier habe. Hau ab, verschwinde! Platz, Umba! Was ist es denn? Kram Berthold. Ist ja wunderbar, haben Sie doch was gefunden? Ja, im Archiv von Dr. Renz. Ich wusste, dass es da eine Akte gibt. Ich hatte sie ja selbst angelegt. Offenbar eine alte Strafsache. Legen Sie sie auf meinen Schreibtisch, ich schaue sie mir gleich an. Also, ich gehe dann jetzt. Umba war vorhin noch mal Gassi. Danke, Helga. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Danke. Ach, Helga? Ja? Hat sich Herr Mattola immer noch nicht gerührt? Nein, eben wieder versucht. Er ist immer noch nicht zu Hause. Ich habe ihm jetzt noch mal auf Band gesprochen, dass Sie hier auf ihn warten. Danke. Das ist nur der Herr Mattola, den kennst du ja schon. Guten Abend. Sind Sie der Frank? Rechtsanwalt Frank, ja. Was gibt's denn? War gar nicht leicht zu finden. Darf ich reinkommen? Die Kanzlei ist schon geschlossen. Ich konnte nicht früher. Ich brauche Sie. Ich habe eine Frage. Dann erklären Sie mir kurz, worum es geht. Es geht um Ihren Vorgänger. Sie meinen Dr. Renz? Der hat aufgehört. Ich weiß, Sie waren in seinem Büro. Das sind die Handwerker. Die haben mir gesagt, Sie sind sein Nachfolger. Das ist so nicht ganz richtig, aber können Sie nicht morgen wiederkommen? Ich gebe Ihnen einen Termin. Aber Sie hören doch, es ist dringend. Es ist ein Notfall. Na gut, meinetwegen. Kommen Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Wie heißen Sie und was kann ich für Sie tun? Weiß der Hund? Nur wenn ich angegriffen werde. Sie sagen, Sie waren Mandant von Dr. Renz? Tun Sie ihn weg hier. Wie bitte? Den Hund. Tun Sie ihn raus hier. Warum denn? Er ist doch ganz friedlich. Ich mag keine Hunde. Ich kann so nicht reden. Sie haben aber eine Menge Sonderwünsche. Komm, Umba, raus. Geh nach nebenan. Es dauert auch nicht lange. Können wir jetzt zur Sache kommen? Ich möchte nach Hause. Und nennen Sie mir bitte vorher Ihren Namen. Ich komme wegen dem Renz, habe ich doch gesagt. Weil Sie sein Nachfolger sind. Und ich habe Ihnen gesagt, dass das so nicht ganz richtig ist. Ich habe einen Teil der Mandanten von Dr. Renz übernommen und ich bewahre seine alten Akten auf. Das ist alles. Seine Akten? Ja, 5 Jahre lang. Das ist Vorschrift. Dann braucht ihr nur nachzusehen. Es geht um meinen Freund. Der Renz hat ihn verteidigt. Ach, Sie waren nicht selbst Mandant von Dr. Renz? Das klang eben aber noch ganz anders. Nein, ich bin Ihr Mandant. Ich brauche die Adresse. Von Ihrem Freund? Solche Auskünfte geben wir grundsätzlich nicht. Nein, nicht von meinem Freund, von seiner Verlobten. Sie hören doch, Anwälte unterliegen der Schweigepflicht. Solche Auskünfte dürfen wir gar nicht geben. Aber es ist ein Notfall. Können Sie das nicht verstehen? Wenn Sie den Hund wieder reinholen, dann steche ich ihn ab. Was wollen Sie mit der Adresse? Ich will Sie fragen, wo ich meinen Freund finden kann. Ich muss ihn sprechen. Und wie heißt seine Verlobte? Weiß ich nicht, ich kenne sie nicht. Ich weiß nur ihren Vornamen, wo sie gewohnt hat.
Sie heißt Yvonne. Aber da wohnt sie nicht mehr. Und Ihr Freund, wie heißt Ihr Freund? Kramm. Vorname Berthold. Na schön, also nehmen wir mal an, selbst wenn ich die Akte hätte, dann... Sie haben die Akte. Der Renz hat ihn ja verteidigt. Aber Sie suchen nicht Ihren Freund, sondern seine Verlobte. Und wieso sollte Ihr Name in seiner Akte stehen? Sie war Zeugin, sie hat ausgesagt. Aber sie ist inzwischen verzogen, das haben Sie doch eben gerade erzählt. Auf jeden Fall steht Ihr Name drin, und zwar vollständig. Auch der Nachname und vielleicht auch Ihre neue Adresse. Mag sein. Aber Sie sehen ja selbst. Wir sind gerade mitten im Umzug. Und das Problem ist, die Kisten mit den alten Akten sind noch nicht hier. Wo sind sie denn? In der Kanzlei von Dr. Renz. Da sind keine Kisten mehr. Natürlich sind sie da. Wo denn sonst? Da komme ich doch gerade her. Das sind die Handwerker. Haben Sie auch im Keller nachgeschaut? Herr Dr. Renz hatte sein Archiv im Keller. Und da stehen jetzt die Kisten mit den Akten. Also gut, wir fahren hin. Aber wehe, wenn Sie mich verscheißen. Jetzt reicht's mir aber. Ich fahre nirgendwo hin. Ich rufe jetzt die Polizei. Das werden Sie nicht tun. Sie kommen mit. Und zwar ganz friedlich. Was Sie hier machen, das ist Nötigung. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Wieso? Sie sind mein Anwalt. Ich bezahle Sie. Sie müssen schon ein bisschen was tun für das Geld. So, muss ich das? Wer ist denn das? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Mandant? Ich denke, Ihre Kanzlei ist geschlossen. Das war doch für Sie auch kein Hinderungsgrund. Warten Sie, ich schau mal nach. Bleiben Sie hier. Ich mach jetzt auf, daran können Sie mich nicht hindern. Doch, kann ich. Wir warten. Bis die Luft rein ist. Es muss ja nicht jeder wissen, dass ich hier bin. Ich erwarte Verschwiegenheit. Dazu sind Sie verpflichtet. Das haben Sie selbst gesagt. Das ist der nächste Weg. Wir haben noch Vorfahrt. Na komm, fahr. Man weiß doch nie, ob die wirklich halten. Mann, Sie machen mich verrückt mit Ihrer Fahrerei.
Fahren Sie zu! Sind Sie wahnsinnig? Können Sie nicht aufpassen? Wieso ich denn? Kommen Sie mal raus, sehen Sie sich das mal an. Also hören Sie mal. Erst schneiden Sie mich, dann bremsen Sie wie ein Verrückter. Haben Sie meinen Blinker nicht gesehen? Was? Warum lassen Sie nicht Ihren Hund an Steuer? Was für ein Hund denn? Na, Ihren Blindenhund. Wenn Sie keinen haben, besorgen Sie sich einen. Ich habe Sie genau gesehen, aber wenn man... Dann haben Sie auch die Parklücke gesehen und wir haben gesehen, dass ich da rein wollte. Ich hole die Polizei. Das lohnt sich doch gar nicht. Ist doch gar nichts passiert. Lohnt sich nicht? Ist nichts passiert? Das ist ein Auffahrunfall. Und Sie haben Schuld. Und Sie bezahlen. Ich brauche ein Telefon. Für die Polizei. Ist er weg? Ja. Ja, er gibt auf. Ja, oder? Dann lassen Sie uns das mal beenden. Nun beruhigen Sie sich doch endlich. Es hat doch überhaupt keinen Sinn, sich so aufzuregen. Wir trinken eine Tasse Kaffee und dabei können wir uns in Ruhe einigen. Aber Sie zahlen. Wenn Sie nicht zahlen, rufe ich wirklich die Polizei. Als Sie nicht geöffnet haben, dachte ich, Sie hätten eine Mandantin rum und sprechen mit ihr einen Fall durch. So gesehen war es eine Enttäuschung. Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Guten Tag, ja. Zwei Kaffee? Kännchen oder Tassen? Tassen. Ja, für mich auch. Ich nehme dasselbe. Wieso nehmen Sie da nicht besser? Ist schon richtig. Zwei Tassen für jeden Teil. Danke. Zur Sache. Was wollte der Typ in Ihrem Wagen von Ihnen? Ich erzähle Ihnen erstmal, was ich von Ihnen will. Es geht um ein Ehepaar Gerdes, alte Mandanten von Renz. Und Frau Gerdes hatte gestern eine äußerst unangenehme Begegnung. Und da ihr Mann heute für einige Tage verreisen musste, sucht er jemanden, der auf seine Frau aufpasst, damit sich sowas nicht wiederholt. Richtig. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Gegenfrage. Kann sie zahlen? Oder entschädigt sie wenigstens durch ihren Anblick? Ich würde sagen, beides. Okay, ich bin interessiert. Was ist ihr denn begegnet? Die große Versuchung oder der böse Wolf? Frau Gerdes ist berufstätig, Werbung oder so etwas. Als sie gestern Abend nach Hause kam, wurde sie vor ihrer Wohnung von einem Mann abgefangen, den sie nicht kannte. Der Mann hat sie nach einem gewissen Berti gefragt, ob der schon wieder draußen sei und wo er ihn finden könne und so weiter. Frau Gerdes hat geantwortet, es müsse sich um eine Verwechslung handeln. Das hat der Typ aber nicht geglaubt. Er ist rabiat geworden und nur weil zufällig der Ehemann dazu kam, ist er abgehauen. Interessant. Aber wo ist der Zusammenhang? Die Frau, mit der Frau Gerdes verwechselt wurde, heißt Yvonne Schulz. Und der Mann bei mir im Auto, der hatte mich vorher in der Kanzlei aufgesucht, um die Adresse von dieser Yvonne Schulz zu erfragen. Sie glauben, es ist derselbe, der Frau Gerdes unter Druck gesetzt hat? Ja. Mich hat er mit einer Pistole bedroht. Aha. Wer ist Yvonne Schulz? Sie war Vormieterin in der Wohnung Gerdes. Renz hat seinerzeit die Ablösung geregelt. Haben Sie dem Typ die Adresse gegeben? Nein, die habe ich ja gar nicht. Ja, was wollte er von ihr? Hat er Ihnen das gesagt? Er sucht mit ihrer Hilfe einen Freund, ihren ehemaligen Verlobten. Er heißt Bertolt Kramm und hat offenbar bis vor kurzem gesessen. Und er war ebenfalls Mandant von Renz. Und was will der Typ von diesem Kram? Keine Ahnung. Warum rufen Sie den Renz nicht in der Toskana an? Hab ich. Heute Morgen gleich, nachdem das Ehepaar Gerdes bei mir gewesen war. Natürlich kann sich Renz nicht an alle Einzelheiten erinnern. Das Ganze ist ja jetzt ziemlich genau 3 Jahre her. Aber er weiß noch, dass er den Kram verteidigt hat. 2000 Kaffee. Kann ich bitte gleich abkassieren? Ich habe nämlich Feierabend. Oh, was ein Pech. Ich muss noch arbeiten. Aber nicht traurig sein, vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Stimmt so. Danke. Wegen was? Wie? Hat Renz den Kram verteidigt. Weswegen stand er vor Gericht? Wegen eines Einbruchs in eine Sparkassenfiliale. Ich habe mir die Akte sofort raussuchen lassen.
Und so viel weiß ich jetzt schon. Kramm hatte bei dem Einbruch einen Komplizen, Heinz Rose. Jetzt dämmert's. Sie glauben, unser Freund von eben ist... Ja. Der Komplize. Frau Gerdes meldet sich nicht. Offensichtlich ist sie noch nicht zu Hause. Okay, ich fahre hin. Ist wohl das Sicherste. Dann stelle ich inzwischen fest, wie man diese Van Schulz erreichen kann. Sagen Sie, ich warte jetzt schon fast eine halbe Stunde. Nur wegen einer Adresse. Wie lange soll das denn noch dauern? Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Mein Name ist Hellwig, Hauptkommissar Hellwig. Man hat mich verständigt, weil Sie hier sind, um sich nach der Adresse einer gewissen Yvonne Schulz zu erkundigen. Ist das richtig? Ja. Mein Name ist Frank, Rechtsanwalt Frank. Darf ich erfahren, wofür Sie diese Adresse benötigen? Ich habe Anlass, Kontakt zu Frau Schulz aufzunehmen. Beruflichen Anlass. Genügt Ihnen das? Nein. Dafür würden Sie sich nicht persönlich hierher bemühen, schon gar nicht um diese Zeit. Vielleicht erzählen Sie mir erst einmal, warum sich die Polizei für mein Interesse an Frau Schulz interessiert. Wir interessieren uns für Frau Schulz. Wir haben Grund dazu. Also das genügt mir genauso wenig. Ist der Wohnsitz von Frau Schulz der Polizei bekannt? Ja. Wir können Sie zwingen zu reden, Herr Rechtsanwalt. Das bezweifle ich. Außerdem bin ich ja bereit zu reden. Allerdings nur in Gegenwart von Frau Schulz. Einverstanden. Sie ist vor 3 Jahren von Frankfurt weggezogen nach Wiesbaden. Wenn sie Ihnen recht ist, fahren wir sofort los. Sie ist zu Hause. Frau Gerdes, haben Sie keine Angst, ich will Sie nicht überfallen. Rechtsanwalt Frank schickt mich. Mein Name ist Matulai. Ich kann mich ausweisen. Moment, im Wagen. Nein, es ist schon gut. Ich glaube Ihnen schon, danke. Herr Dr. Frank hat mir Ihren Namen genannt. Ich bin sonst nicht so ängstlich, aber... Er hat mir davon erzählt. Wo war das? Hier im Vorgarten, direkt vor der Haustür. Aber kommen Sie doch rein. Darf ich? Danke. Ich mache uns einen Kaffee. Einverstanden? Mhm. Das ist das Wohnzimmer. Setzen Sie sich doch. Und machen Sie Licht an. Matula, kommen Sie mal rüber. Sehen Sie sich das mal an. Herr Matula?
Kein Licht. Erst die Vorhänge zu machen. Ich habe eine Pistole. Sie sind der Nachfolger von Dr. Renz? Das ist so nicht ganz richtig. Ich habe seine Sekretärin übernommen und einen Teil seiner Mandanten. Ich führe einige seiner Fälle zu Ende. Offenbar auch den Fall Berthold Kamm. Auch das ist nicht richtig. Ich weiß nicht einmal, worum es dabei geht. Aber Sie haben Anlass, sich dafür zu interessieren. Ja, ich wollte die Akte lesen, aber ich wurde dabei gestört. Soll ich mal raten, von wem? Entweder von Berthold Kamm selbst oder von Heinz Rose. Beide wurden zusammen verurteilt, zu je 4,5 Jahren. Wegen eines Einbruchs in eine Sparkassenfiliale. Ziemlich dummes Unternehmen. Nach 2/3 der Strafe, die sie an getrennten Orten abgesessen haben, wurden sie auf Bewährung entlassen. Berthold Kamm, heute Morgen. Rose vor 2 Tagen. Hilft Ihnen das weiter? Ja, danke. Dann sind Sie jetzt dran. Bitte haben Sie Verständnis für meine Situation, Herr Hauptkommissar. Ich habe ein Mandat. Ich bin verpflichtet zu schweigen. Fester. Und nochmal rum. Ich nehme an, du erinnerst dich an mich. Ja. Sie waren da. Gestern Abend. Sie haben nach einer Frau gefragt. Richtig. Und jetzt die Füße. Leider konnte ich Ihnen nichts sagen. Das war ein Fehler. Wer höflich fragt, kann eine höfliche Antwort erwarten. Aber ich weiß nicht, wo die Frau wohnt. Ich weiß nur, dass sie hier ausgezogen ist. Deshalb bin ich zurückgekommen, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt, als hier zu warten. Ein Bekannter. Red keinen Scheiß. Wie kommt der hierher? Doch, doch. Ein Freund. Er ist zu Besuch. Hey, wach auf. Kannst du mich hören? Ja. Wir kennen uns. Vor 2 Stunden hast du in einem Auto gesessen. Und ich in einem anderen. Und die sind zusammengestoßen. Und jetzt treffen wir uns hier wieder. Wie kommt das? Zufall? Es ist kein Zufall. Was machst du hier? Ich wohne hier, ich bin hier zu Hause. Du kannst mich nicht verscheißern. Gestern war hier ein anderer. Der ist dazugekommen, als ich gestern mit ihr geredet habe. Also, wer bist du? Wir sind hier eine geschlossene Gesellschaft. Wenn Sie Mitglied werden wollen, müssen Sie erst mal sagen, wie Sie heißen.
Na los, wer bist du? Was machst du hier? Der auf dem Foto ist mein Mann. Er muss jeden Augenblick nach Hause kommen. Irrtum, Schätzchen, diesmal nicht. Heute wird er uns nicht stören. Ich war im Bad, ich habe mich ein bisschen umgesehen. Kein Rasierapparat, keine Zahnbürste. Sieht nach einer kleinen Reise aus. Das ist für euch die Gelegenheit, was? Darauf habt ihr gewartet. Also zum letzten Mal, wie heißt du? Matula. Red keinen Scheiß, das ist kein Name, das ist ein Brotaufstrich. Hast du keinen Pass oder keinen Ausweis? In meiner Brieftasche. Und wo ist die? In meiner Jacke. Und wo ist die Jacke? Bei mir zu Hause, ich wohne gleich um die Ecke. Meine Frau wartet sicher schon. Deine Frau? Ich bezweifle, dass sie weiß, wo du bist. Ihr Mann ist verreist und du kommst rasch mal rüber. Nur um die Ecke. Alles, was du brauchst, hast du in der Hose. Mach dir keine Sorgen, Schätzchen. Du bekommst, was er dir versprochen hat. Du musst dich nur ein bisschen gedulden. Wenn dir alles glatt geht, feiern wir eine kleine Party. Einverstanden. Und du darfst zusehen. ...94.10 von 94.15, bitte kommen. Guten Abend, Herr Hauptkommissar. Guten Abend. Ist sie in der Wohnung oder im Atelier? Weiß ich nicht, es brennt überall Licht. Frage, besondere Vorkommnisse? Keine. Danke. Wir gehen jetzt rauf. Wir sind zu zweit. Sie bleiben auf Ihrem Posten. Ende. Ende. Sie lassen Yvonne Schulz überwachen? Mein Angebot steht noch, Herr Rechtsanwalt. Ich bin bereit, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Aber dann wir beide, Sie auch. Na gut, Ihre Sache. Sie war Direktrice in einem Frankfurter Modegeschäft. Sie hat gekündigt vor 3 Jahren. Sie war plötzlich zu Geld gekommen. Dann ist sie hierher gezogen, hat den Laden aufgemacht. Das scheint nicht schlecht zu laufen. Bitte kommen Sie rein. Danke. Frau Schulz, um es kurz zu machen, ich habe es für erforderlich gehalten, Kontakt zu Ihnen aufzunehmen, um Sie zu warnen. Ich hatte vor ein paar Stunden Besuch von einem Mann, der seinen Namen nicht genannt hat. Er wollte, dass ich ihm Ihre Adresse beschaffe. Als ich mich geweigert habe, wollte er mich zwingen. Mit einer Pistole. Klingt ganz nach Ihrem verlobten Kram. Was meinen Sie oder seinem Freund Rose? Berti, Herr Kram kann es gar nicht gewesen sein. Nein? Wieso nicht? Er kennt ja meine Adresse. Außerdem sind wir nicht mehr verlobt. Zufällig weiß ich von Ihrer Nachmieterin in Ihrer alten Wohnung, dass sie gestern eine ganz ähnliche Begegnung hatte. Vermutlich mit demselben Mann. Er hat sie mit Ihnen verwechselt und als sie... Moment mal, da brennt doch was. Oh. Offenbar stören wir. Warum haben Sie uns denn nicht gesagt, dass Sie nicht allein sind? Ja, ich... Kommen Sie raus, da! So was Ähnliches hatte ich erwartet. Hände dahin! Beine auseinander, keine Bewegung! Drehen Sie sich um. Ist das der Mann, der Sie bedroht hat? Nein. Immer noch das alte Spiel, Helwig? Haben Sie immer noch nicht die Schnauze voll von Ihren Versuchen, mir was anzuhängen? Wenn Sie nichts zu verbergen haben, warum verstecken Sie sich dann? Ich habe mich nicht versteckt, ich habe nebenan gewartet, weil ich Ihnen nicht begegnen wollte. Weil ich sonst kotzen muss. Komm. Komm.
Kotzt dich aus? Komm kaum. Erzähl uns, was du bei ihr zu suchen hast. Am ersten Abend nach deiner Entlassung. Obwohl du uns doch erzählst, dass du nicht mehr mit ihr verlobt bist. Erzähl uns, warum du dich hier heimlich ins Haus schleichst. Ach, Sie meinen, vorbei an Ihrem Kollegen, den Sie vor die Tür gestellt haben. Das war einfach. Ich musste nur warten, bis er pinkeln ging. Und warum durfte er dich nicht sehen? Weil ich Sie kenne, Hellwig. Ich weiß, wie verbissen Sie sind. Was Sie einmal drin haben in Ihrem verdammten Bullenschädel, das bringt man nicht mehr raus. Nicht einmal mit einem lupenreinen Alibi. Berthold. Er meint mit einem gekauften Alibi. Das meinen nur Sie. Das werden Sie auch noch glauben, wenn Sie in Pension gehen. Bitte, Berthold, hör auf. Weil Sie sonst einsehen müssten, dass auch Sie sich irren können. Sogar Sie. Dann ist die Luft raus aus Ihrem Ego. Und das können Sie sich nicht leisten. Also, bringen Sie es hinter sich. Los, machen Sie schon. Warum drücken Sie nicht einfach ab? Nein? Dann gehe ich jetzt. Du, Sie gehen, wenn ich es sage. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Ich habe meine Strafe abgesessen. Ich bin frei. Sie wissen genau, dass Sie für die falsche Sache gesessen haben. Nicht für die Sache, um die es wirklich ging. Aber dafür sitzen Sie auch nur. Sie sind ein Langweiler, Hellwig. Frau Schulz, ich habe wenig Geduld. Und Sie haben eine Menge zu verlieren. Warum war er hier? Weiß ich nicht. Ehrlich nicht. Er war gerade ja erst gekommen. Ein paar Minuten vor Ihnen. Ich habe mich damals sofort von ihm getrennt, als er verhaftet wurde. Es ist ja der Polizei bekannt. Jede Zeile, die ich ihm geschrieben habe, wurde geöffnet und gelesen. Offenbar sieht er das anders mit der Trennung und Sie inzwischen vielleicht auch. Nach 3 Jahren. Ich habe ihn nicht ein einziges Mal im Gefängnis besucht. Wenn man wieder draußen ist, sieht vieles anders aus. Für beide Teile, auch für Sie. Immerhin hatte er diese Adresse. Woher? Wir hatten gemeinsame Bekannte. So glauben Sie mir doch. Ich weiß ja auch nicht, was er von mir wollte. Was hat er denn gesagt? Über irgendetwas muss er doch geredet haben. Ja, nichts Besonderes. Er hat mich gefragt, warum ich ausgezogen bin aus meiner Wohnung, aus Frankfurt. Obwohl die damals gerade renoviert wurde, für sehr viel Geld. Und ob ich einen besonderen Grund hatte. Na und? Hatten Sie einen besonderen Grund? Nein. Ich konnte da nicht bleiben. Als ich erfahren hatte, dass mein Verlobter, mit dem ich in der Wohnung leben sollte, ein Krimineller ist. Das ist wohl alles. Das ist doch wohl Grund genug. Für die Wohnung hat sich der Rose auch interessiert. Rose? Ja, jedenfalls hat er sich da aufgehalten, vor der Haustür gestern Abend. Ja, Heinz Rose, sein Komplize. Oder wollen Sie uns erzählen, dass Sie den nicht kennen? Nein, den kenne ich nicht. Aber nach einem Heinz Rose hat Berthold, hat Herr Kramm mich auch gefragt, ob er mich hier gefunden hat und ob er Kontakt zu mir aufgenommen hätte. Vielleicht ist das Ihr Treffpunkt. Könnte auch sein, dass beide da eine Verabredung haben. Gut, dass Sie kommen. Eben ist hier jemand raus, der sah aus wie... Das war der Kramm. Hat ein Taxi erwischt, das vorbeikam. Schien es ziemlich eilig zu haben. Da waren Sie ja diesmal nicht pinkeln. Moment, lassen Sie mich da anrufen. Ich habe jemanden, der wahrscheinlich gerade in der Wohnung ist. Ist ein guter Mann, absolut zuverlässig. Danke. Ja, Moment. Moment. Das ist für ihn. Wer ist dran? Ein Mann. Er hat seinen Namen nicht genannt. Woher weiß er, dass du hier bist? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wer dran ist. Soll ich sagen, dass er nicht hier ist? Ja. Nein. Dann denkt er, nein. Für dich gilt dasselbe wie für sie. Ein falsches Wort und halt ihm den Hörer ins Ohr.
Rainer, schön, dich zu hören. Herr Matula, sind Sie es wirklich? Hier ist Rechtsanwalt Frank. Nein, du, das wird nichts. Heute nicht. Was ist denn los? Ist jemand... Können Sie nicht reden, Herr Matula? Ist jemand bei Ihnen? Nein, da brauche ich gar nicht erst zu fragen. Wir möchten lieber allein sein. Wir haben selten genug Gelegenheit dazu. Hm? Brauchen Sie Hilfe? Sicher. Ein andermal. Wir telefonieren. Herr Matula, hören Sie genau zu. Wenn Sie jetzt Ja sagen, dann weiß ich genau, dass Sie Hilfe brauchen und in Gefahr sind. Ja. Ja, dir auch, Rainer. Mach's gut. Tschüss. Wir müssen dahin. Fahren Sie los. Wir brauchen mehr Einsatzfahrzeuge und mehr Leute. Sie haben doch gesehen, dass wir kooperativ sind. Wir haben alles getan, was Sie wollten. Beide. Stimmt. Nicht wahr? Also können Sie uns doch sagen, auf wen Sie warten. Hab ich doch gemacht. Ich warte auf einen Freund von mir. Und wenn er kommt? Was passiert, wenn er hier ist? Das wirst du dann schon sehen. Und wenn er nicht kommt? Bitte, was haben Sie mit uns vor? Er kommt. Auf den ist Verlass. Das war an demselben Wochenende wie dieser Sparkasseneinbruch an einem verkaufsoffenen Samstag. Der Juwelier wurde dabei erschossen. Der Täter entkam mit Geld und Schmuck im Wert von über 2 Millionen Mark. Ja, ich glaube, ich habe damals davon gelesen. Das Juweliergeschäft lag in der Fußgängerzone, nicht wahr? Ja, der Täter ist zu Fuß geflohen und dabei ist einer Passantin aufgefallen, weil er einen Teil seiner Beute verloren hat. Armband, Halskette. Nach den Angaben dieser Zeugin wurde ein Phantombild angefertigt und das glich verblüffend einem alten Bekannten von uns. Bertolt Kramm? Richtig. Aber bevor wir so weit waren, dass wir ihn festnehmen konnten, saß der schon wegen einer anderen Sache in Haft. Am Montagmorgen, als die Angestellten zur Arbeit kamen, wurde der Einbruch in die Filiale der Sparkasse entdeckt. Äußerst stümperhafte Arbeit, kein Pfennig Beute. Die Täter hatten Spuren hinterlassen. Sogar Fingerabdrücke. Ebenfalls alte Bekannte. Bertolt Kramm und Heinz Rose. Genau. Beide haben gestanden und jeder hat 4,5 Jahre kassiert. Sie glauben, die beiden haben das Ding mit der Sparkasse nur gedreht, um für die Sache mit dem Juwelierladen ein Alibi zu haben? Weil Kramm von der Zeugin gesehen worden war? Davon bin ich überzeugt. Aber beide haben übereinstimmend ausgesagt, sie seien am frühen Morgen des Samstags in die Filiale der Sparkasse eingedrungen und hätten ihren Versuch, den Tresor aufzuschmeißen, erst nach etwa 10 Stunden wieder aufgegeben. Damit schied Kramm für den Raubmord an dem Juwelier als Täter aus. Sie konnten doch genauso gut erst sonntags in der Sparkasse gewesen sein. Oder nachts. Ja, vollkommen richtig. Diese Möglichkeit bestand. Aber Ihre übereinstimmende Aussage war nicht zu widerlegen. Gibt's noch Bier? Im Kühlschrank ist keins mehr. Vielleicht im Keller. Weiß nicht genau. Worauf wartet er? Keine Ahnung. Ja. Ich hoffe nur, dass Dr. Frank rechtzeitig kommt.
Gehst du jetzt hin und sagst, du bist allein. Und vergiss nicht, meine Kanone ist ständig auf dir. Und dein Freund ist auch bei mir. Los, geh. Bist du allein? Stimmt das auch? Kein Ton, hast du sonst? Jetzt bringe ich dich zum Schwanz. Mach mir keinen Ärger, dann passiert dir nichts. Was ist eine Überraschung, was? Heinz! Schön, dich zu sehen. Wirklich, ich freue mich. Bleib stehen. Das bezweifle ich. Nur zu deiner Orientierung. Mein Finger ist immer noch nervös. Den haben sie mir im Knast nicht heilen können. Du setzt dich hin und rührst dich nicht. Dreh dich um. Dreh dich um! Wer sind die zwei? Ist das klug, was du da machst? Das sind gute Freunde von mir. Von denen habe ich keine Geheimnisse. Wo ist mein Anteil? Ich bin hier, um abzukassieren. Langsam, Heinz. Lass dich erst mal ansehen. Bleib stehen. Du siehst gut aus, wirklich. Hast dich kaum verändert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. War eine lange Zeit. Ja, 3 Jahre habe ich abgesessen. Für dich. Nur für dich, damit du ein Alibi hattest. Ich weiß, Heinz. Ich brauchte keins. Ich hatte mit dem Juwelier, ich hatte mit der ganzen Sache nichts zu tun, aber du. Ohne mich hättest du länger gesessen. Viel länger. Lebenslänglich. Für Mord. Sicher, das werde ich dir nie vergessen. So hast du damals auch geredet. Und du hast noch was gesagt. Du hast versprochen, ich bekomme die Hälfte von deiner Beute. Du hast versprochen, jeder von uns bekommt 1 Million. Hör auf zu quatschen. Du redest dich um Kopf und Kragen. Mich nicht. Nein. Mich bestimmt nicht. Aber mich? Warum machst du das? Ich hab dir vertraut, Bertie. Immer. Solange wir uns kennen. Ich habe alles getan, was du verlangt hast. Ich bin für dich in den Knast gegangen. Was soll das heißen? Du denkst doch nicht etwa... Du glaubst doch nicht, dass ich verschwinden wollte, ohne zu teilen. Nein. Und warum kommst du denn her, allein bei Dunkelheit? Warum pisst du dich an, wenn du mich siehst? Stehen bleiben. Du sollst stehen bleiben. Wenn du mich umlegst, kriegst du gar nichts. Doch, ich krieg meinen Anteil. Verlass dich drauf. Irrtum, Heinz. Das wird hier sowieso eine Enttäuschung für uns beide, auch für dich. Ich brauche mich bloß umzusehen, lauter neue Möbel. Was meinst du damit? Wo sind die alten Möbel? Wo ist Yvonne? Was heißt denn das? Ich will damit sagen, dass das Zeug nicht mehr hier ist. Das Geld nicht und der Schmuck auch nicht. Du hast es geschworen, dass es hier ist. Das war es ja auch. Darauf habe ich mich verlassen. 3 Jahre lang. Du hast gesagt, es ist in der Wohnung von deiner Verlobten. Versteckt! Bombensicher! Du hast die Hand dafür gehoben! Klar, das hatte ich auch angenommen. Aber hier sind neue Möbel, nicht mehr die von Yvonne. Heißt das, du weißt nicht, dass sie ausgezogen ist? Ausgezogen? Keine Ahnung, woher sollte ich das wissen? Sie hat die Verlobung gelöst, gleich nach unserer Verhaftung. Sie hat mich kein einziges Mal besucht. Solange ich... Ja, ich glaube, jetzt fange ich an zu verstehen. Was? Ja, das ist die Erklärung. Frag dich doch mal, warum sie ausgezogen ist. Weiß ich nicht, warum. Denk doch nach. Sie? Du meinst, sie hat es? Ja, sie hat es gefunden. Es war unten im Sockel von ihrem alten Schrank. Deshalb hat sie die Verlobung gelöst. Sie ist abgehauen damit.
So nicht, Bertie. Du willst mich reinlegen. Aber es ist nicht mehr wie früher. Da musst du ein bisschen schlauer sein. Du kannst doch lesen. Du hast gesehen, dass da draußen an der Haustür ein anderer Name steht. Ich hab gedacht, Yvonne hat geheiratet oder dass sie mit jemandem zusammenlebt. Erzähl mir keinen Mist. Ich hab dich gesehen, als du reingekommen bist. Du hast genau gewusst, was dich erwartet. Sie hat aufgemacht, du hast sie gepackt. Du bist gleich in dieses Zimmer gekommen, weil hier das Zeug versteckt ist. Jetzt sagst du wo. Ich zähle bis drei. Eins, zwei. Oh, Scheiße. Als nächstes ist dein Knie dran. Und dann deine Eier. Eins. Zwei. Hör auf! Warte! Du musst krank sein. Okay, du hast gewonnen. Es ist hier. Wo? Vor Zeugen? Ist das klug? Das Problem löse ich schon. Also gut, wo ist es? Hier im Zimmer. Dort in der Wand. Zeig mir die Stelle. Yvonne hat damals die ganze Wohnung renovieren lassen. Weil wir doch heiraten wollten. Ich habe einfach ein Loch in die Wand gebrochen und es zugemauert. Ja gut, aber wo? Nachts, als Yvonne geschlafen hat, sie sollte nichts merken. Am nächsten Tag kamen die Maler. Erzähl mir keine Geschichten. Wo ist die Stelle? Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist leicht zu finden. Na los, mach schon. Such sie. Hier ist es. Hier. Mach. Was ist? Hast es? Ja. Alles noch da. Bleiben Sie stehen! Ich schieße! Los, mach schon! Sie sollen bleiben, wo Sie sind! Schieß doch! Schieß, drück ab! Du hättest es geschafft, was? Klar, du bestimmt. Du hättest mich umgelegt. Verstanden? Ende. In dem Haus ist geschossen worden. Der Nachbar hat die Funkstreife verständigt. Wir dürfen nicht mehr warten, wir müssen da rein. Aber erst müssen wir doch wissen, was da los ist. Das ist geschossen worden, das ist da los. Ja eben, und deshalb dürfen Sie nichts überstürzen. Das Risiko ist doch viel zu Achtung, groß. Da kommt einer. Das ist Matula. Geben Sie durch, dass er nicht dazugehört. Thank you.
Herr Matula! Vorsicht, lassen Sie sich nichts anmerken. Hier spricht Frank. Gehen Sie weiter. Wie viele Männer sind bei Ihnen da drin? Zwei. Einer ist tot. Welcher ist tot? Der bei mir im Auto saß? Ja, der andere ist verletzt. Ich soll ihn fahren. Das Haus ist umstellt. Die Polizei bringt das hier zu Ende. Versuchen Sie zu erreichen, dass er die Frau zurücklässt. Mach die Tür zu. Jetzt pass genau auf. Du gehst vor, nimmst das Zeug mit. Du setzt dich ans Steuer. Ich komme mit dir nach. Wenn du Ärger machst, ist sie die Dumme. Sie bleibt hier. Irrtum, sie wird uns begleiten. Wenn sie mitkommt, fahre ich nicht. Schön, dann fährt eben sie. Sie wissen genau, sie schafft das nicht. Sie hält das nicht durch, sie hat nicht die Nerven. Mit ihr haben Sie keine Chance. Dann fahre ich selbst. Mit dem Fuß, das schaffe ich schon. Aber nicht ohne Zündschlüssel. Ich habe ihn nicht, sehen Sie nach. Ich habe ihn versteckt draußen. Sie können natürlich danach suchen. Vielleicht finden Sie ihn sogar. Aber bestimmt nicht so schnell. Wo ist er? Wo hast du ihn? Ich leg dich um. Dann fehlt Ihnen nicht nur der Schlüssel, sondern auch jemand, der Sie fährt. Moment mal, schauen Sie sich mal Ihre Stoßstange an. Was ist denn damit? Sie haben meinen Wagen angefahren. Lass ihn reden. Ich? Unmöglich. Aber klar doch, eben beim Zurücksetzen. Erzählen Sie bloß nicht, Sie hätten nichts davon gemerkt. Nein, habe ich nicht. Ihren Wort. Ach schon, wo ist der Schlüssel? Er steckt. Wo denn? Hinten. Hinten links. Komm endlich, wir fahren! Tatsächlich. Tut mir leid, Entschuldigung. Ich habe schon die Polizei verständigt. Sie werden jeden Moment hier sein. Berti, sei vorsichtig. Geh da nicht rein. Geh nicht in das Haus. Herr Matula, was ist mit Frau Gerdes? Keine Sorge, da ist nichts passiert. Die ist im Keller eingesperrt. Doch, ist mir ein Bedürfnis, Herr Matula. Ich wollte es Ihnen persönlich bringen. Aber das hätte doch Zeit gehabt. Deswegen hätten Sie nicht extra kommen brauchen. Mein Mann wartet. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo.
Eine besonders nette Frau, finden Sie nicht auch? Ja, ja, Barzahler. Wer ist dran? Ich. Bitte. Um Gottes Willen, Herr Rechtsanwalt, warum lassen Sie nicht gleich Ihren Hund spielen oder übernehmen für ihn das Bellen? So? So, jetzt lassen wir mal den Rechtsanwalt weg und den Doktor und hören mit dem Gesiezer auf. Ich heiße Rainer. Einverstanden? Okay. Josef. Also auf unsere nächsten Karambolagen. Oh, danke. Voilà. So. Aha. Ich bin bereit, die Karten offen auf den Tisch zu legen, aber dann wir beide, Sie auch. Na gut, Ihre Sache. Sie war Direktrice in einem Frankfurter Modegeschäft. Sie hat gekündigt vor 3 Jahren. Sie war plötzlich zu Geld gekommen. Dann ist sie hierher gezogen, hat den Laden aufgemacht. Das scheint nicht schlecht zu laufen. Bitte kommen Sie rein. Danke. Frau Schulz, um es kurz zu machen, ich habe es für erforderlich gehalten, Kontakt zu Ihnen aufzunehmen, um Sie zu warnen. Ich hatte vor ein paar Stunden Besuch von einem Mann, der seinen Namen nicht genannt hat. Er wollte, dass ich ihm Ihre Adresse beschaffe. Als ich mich geweigert habe, wollte er mich zwingen. Mit einer Pistole. Klingt ganz nach Ihrem verlobten Kramm. Was meinen Sie oder seinem Freund Rose? Berti, Herr Kramm kann es gar nicht gewesen sein. Nein? Wieso nicht? Er kennt ja meine Adresse. Außerdem sind wir nicht mehr verlobt. Zufällig weiß ich von Ihrer Nachmieterin in Ihrer alten Wohnung, dass sie gestern eine ganz ähnliche Begegnung hatte. Vermutlich mit demselben Mann. Er hat sie mit Ihnen verwechselt und als sie... Moment mal, da brennt doch was. Oh. Offenbar stören wir. Warum haben Sie uns denn nicht gesagt, dass Sie nicht allein sind? Ja, ich... Kommen Sie raus da! So was Ähnliches hatte ich erwartet. Hände dahin! Beine auseinander, keine Bewegung! Drehen Sie sich um. Ist das der Mann, der Sie bedroht hat? Nein. Immer noch das alte Spiel, Helwig? Haben Sie immer noch nicht die Schnauze voll von Ihren Versuchen, mir was anzuhängen? Wenn Sie nichts zu verbergen haben, warum verstecken Sie sich dann? Ich habe mich nicht versteckt, ich habe nebenan gewartet, weil ich Ihnen nicht begegnen wollte. Weil ich sonst kotzen muss. Komm, komm. Kotz dich aus! Komm, komm! Erzähl uns, was du bei ihr zu suchen hast. Am ersten Abend nach deiner Entlassung. Obwohl du uns doch erzählst, dass du nicht mehr mit ihr verlobt bist. Erzähl uns, warum du dich hier heimlich ins Haus schleichst. Ach, Sie meinen, vorbei an Ihrem Kollegen, den Sie vor die Tür gestellt haben. Das war einfach. Ich musste nur warten, bis er pinkeln ging. Und warum durfte er dich nicht sehen? Weil ich Sie kenne, Helwig. Ich weiß, wie verbissen Sie sind. Was Sie einmal drin haben in Ihrem verdammten Bullenschädel, das bringt man nicht mehr raus. Nicht einmal mit einem lupenreinen Alibi. Berthold. Er meint mit einem gekauften Alibi. Das meinen nur Sie. Das werden Sie auch noch glauben, wenn Sie in Pension gehen. Bitte, Berthold, hör auf. Weil Sie sonst einsehen müssten, dass auch Sie sich irren können. Sogar Sie. Dann ist die Luft raus aus Ihrem Ego. Und das können Sie sich nicht leisten. Also, bringen Sie es hinter sich. Los, machen Sie schon. Warum drücken Sie nicht einfach ab? Nein? Dann gehe ich jetzt. Du, Sie gehen, wenn ich es sage. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Ich habe meine Strafe abgesessen. Ich bin frei.
Sie wissen genau, dass Sie für die falsche Sache gesessen haben. Nicht für die Sache, um die es wirklich ging. Aber dafür sitzen Sie auch nur. Sie sind ein Langweiler, Helwig. Frau Schulz, ich habe wenig Geduld und Sie haben eine Menge zu verlieren. Warum war er hier? Weiß ich nicht. Ehrlich nicht. Er war gerade ja erst gekommen. Ein paar Minuten vor Ihnen. Ich habe mich damals sofort von ihm getrennt, als er verhaftet wurde. Das ist ja der Polizei bekannt. Jede Zeile, die ich ihm geschrieben habe, wurde geöffnet und gelesen. Offenbar sieht er das anders mit der Trennung und Sie inzwischen vielleicht auch. Nach 3 Jahren. Ich habe ihn nicht ein einziges Mal im Gefängnis besucht. Wenn man wieder draußen ist, sieht vieles anders aus. Für beide Teile, auch für Sie. Immerhin hatte er diese Adresse. Woher? Wir hatten gemeinsame Bekannte. So glauben Sie mir doch. Ich weiß ja auch nicht, was er von mir wollte. Was hat er denn gesagt? Über irgendetwas muss er doch geredet haben. Ja, nichts Besonderes. Er hat mich gefragt, warum ich ausgezogen bin aus meiner Wohnung, aus Frankfurt. Obwohl die damals gerade renoviert wurde, für sehr viel Geld. Und ob ich einen besonderen Grund hatte. Na und? Hatten Sie einen besonderen Grund? Nein. Ich konnte da nicht bleiben. Als ich erfahren hatte, dass mein Verlobter, mit dem ich in der Wohnung leben sollte, ein Krimineller ist. Das ist wohl alles. Das ist doch wohl Grund genug. Für die Wohnung hat sich der Rose auch interessiert. Rose? Ja, jedenfalls hat er sich da aufgehalten, vor der Haustür gestern Abend. Ja, Heinz Rose, sein Komplize. Oder wollen Sie uns erzählen, dass Sie den nicht kennen? Nein, den kenne ich nicht. Aber nach einem Heinz Rose hat Herr Kramm mich auch gefragt, ob er mich hier gefunden hat und ob er Kontakt zu mir aufgenommen hätte. Vielleicht ist das Ihr Treffpunkt. Könnte auch sein, dass beide da eine Verabredung haben. Gut, dass Sie kommen. Eben ist hier jemand raus, der sah aus wie... Das war der Kramm. Hat ein Taxi erwischt, das vorbeikam. Schien es ziemlich eilig zu haben. Da waren Sie ja diesmal nicht pinkeln. Moment, lassen Sie mich da anrufen. Ich habe jemanden, der wahrscheinlich gerade in der Wohnung ist. Ist ein guter Mann, absolut zuverlässig. Danke. Ja, Moment. Moment. Das ist für ihn. Wer ist dran? Ein Mann. Er hat seinen Namen nicht genannt. Woher weiß er, dass du hier bist? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wer dran ist. Soll ich sagen, dass er nicht hier ist? Offenbar auch den Fall Berthold Kramm. Auch das ist nicht richtig. Ich weiß nicht einmal, worum es dabei geht. Aber Sie haben Anlass, sich dafür zu interessieren. Ja, ich wollte die Akte lesen, aber ich wurde dabei gestört. Soll ich mal raten, von wem? Entweder von Berthold Kramm selbst oder von Heinz Rose. Beide wurden zusammen verurteilt, zu je 4,5 Jahren. Wegen eines Einbruchs in eine Sparkassenfiliale. Ziemlich dummes Unternehmen. Nach 2/3 der Strafe, die sie an getrennten Orten abgesessen haben, wurden sie auf Bewährung entlassen. Berthold Kramm, heute Morgen. Rose vor 2 Tagen. Hilft Ihnen das weiter? Ja, danke. Dann sind Sie jetzt dran. Bitte haben Sie Verständnis für meine Situation, Herr Hauptkommissar. Ich habe ein Mandat. Ich bin verpflichtet zu schweigen. Fester. Und nochmal rum.
Ich nehme an, du erinnerst dich an mich. Ja. Sie waren da. Gestern Abend. Sie haben nach einer Frau gefragt. Richtig. Und jetzt die Füße. Leider konnte ich Ihnen nichts sagen. Das war ein Fehler. Wer höflich fragt, kann eine höfliche Antwort erwarten. Aber ich weiß nicht, wo die Frau wohnt. Ich weiß nur, dass sie hier ausgezogen ist. Pech für dich. Deshalb bin ich zurückgekommen, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt, als hier zu warten. Ein Bekannter. Red keinen Scheiß. Wie kommt der hierher? Doch, doch. Ein Freund. Er ist zu Besuch. Hey, wach auf. Kannst du mich hören? Ja. Wir kennen uns. Vor 2 Stunden hast du in einem Auto gesessen. Und ich in einem anderen. Und die sind zusammengestoßen. Und jetzt treffen wir uns hier wieder. Wie kommt das? Zufall? Es ist kein Zufall. Was machst du hier? Ich wohne hier, ich bin hier zu Hause. Du kannst mich nicht verscheißern. Gestern war hier ein anderer. Der ist dazugekommen, als ich gestern mit dir geredet habe. Also, wer bist du? Wir sind hier eine geschlossene Gesellschaft. Wenn Sie Mitglied werden wollen, müssen Sie erst mal sagen, wie Sie heißen. Oh. Na los, wer bist du? Was machst du hier? Der auf dem Foto ist mein Mann. Er muss jeden Augenblick nach Hause kommen. Irrtum, Schätzchen, diesmal nicht. Heute wird uns nicht stören. Ich war im Bad, ich habe mich ein bisschen umgesehen. Kein Rasierapparat, keine Zahnbürste. Sieht nach einer kleinen Reise aus. Das ist für euch die Gelegenheit, was? Darauf habt ihr gewartet. Also zum letzten Mal, wie heißt du? Matula. Red keinen Scheiß, das ist kein Name, das ist ein Brotaufstrich. Hast du keinen Pass oder keinen Ausweis? In meiner Brieftasche. Und wo ist die? In meiner Jacke. Und wo ist die Jacke? Bei mir zu Hause. Ich wohne gleich um die Ecke. Meine Frau wartet sicher schon. Deine Frau? Ich bezweifle, dass sie weiß, wo du bist. Ihr Mann ist verreist und du kommst rasch mal rüber. Nur um die Ecke. Alles, was du brauchst, hast du in der Hose. Mach dir keine Sorgen, Schätzchen. Du bekommst, was er dir versprochen hat. Du musst dich nur ein bisschen gedulden. Wenn dir alles glatt geht, feiern wir eine kleine Party. Einverstanden. Und du darfst zusehen.
9410 von 9415, bitte kommen. Guten Abend, Herr Hauptkommissar. Guten Abend. Ist sie in der Wohnung oder im Atelier? Weiß ich nicht, es brennt überall Licht. Frage, besondere Vorkommnisse? Keine. Danke. Wir gehen jetzt rauf. Wir sind zu zweit. Sie bleiben auf Ihrem Posten. Ende. Ende. Sie lassen Yvonne Schulz überwachen? Mein Angebot steht noch. Sie glauben, es ist derselbe, der Frau Gerdes unter Druck gesetzt hat? Ja. Mich hat er mit einer Pistole bedroht. Aha. Wer ist Yvonne Schulz? Sie war Vormieterin in der Wohnung Gerdes. Renz hat seinerzeit die Ablösung geregelt. Haben Sie dem Typ die Adresse gegeben? Nein, die habe ich ja gar nicht. Ja, was wollte er von ihr? Hat er Ihnen das gesagt? Er sucht mit Ihrer Hilfe einen Freund, Ihren ehemaligen Verlobten. Er heißt Bertolt Kramm und hat offenbar bis vor kurzem gesessen. Und er war ebenfalls Mandant von Renz. Und was will der Typ von diesem Kramm? Keine Ahnung. Warum rufen Sie den Renz nicht in der Toskana an? Hab ich. Heute Morgen gleich, nachdem das Ehepaar Gerdes bei mir gewesen war. Natürlich kann sich Renz nicht an alle Einzelheiten erinnern. Das Ganze ist ja jetzt ziemlich genau 3 Jahre her. Aber er weiß noch, dass er den Kram verteidigt hat. 2000 Kaffee? Kann ich bitte gleich abkassieren? Ich habe nämlich Feierabend. Oh, was ein Pech. Ich muss noch arbeiten. Aber nicht traurig sein, vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Stimmt so. Danke. Wegen was? Wie? Hat Renz den Kram verteidigt. Weswegen stand er vor Gericht? Wegen eines Einbruchs in eine Sparkassenfiliale. Ich habe mir die Akte sofort raussuchen lassen. Und so viel weiß ich jetzt schon. Kramm hatte bei dem Einbruch einen Komplizen, Heinz Rose. Jetzt dämmert's. Sie glauben, unser Freund von eben ist... Ja. Der Komplize. Frau Gerdes meldet sich nicht. Offensichtlich ist sie noch nicht zu Hause. Okay, ich fahre hin. Ist wohl das Sicherste. Dann stelle ich inzwischen fest, wie man diese Yvonne Schulz erreichen kann. Sagen Sie, ich warte jetzt schon fast eine halbe Stunde. Nur wegen einer Adresse. Wie lange soll das denn noch dauern? Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Mein Name ist Hellwig, Hauptkommissar Hellwig. Man hat mich verständigt, weil Sie hier sind, um sich nach der Adresse einer gewissen Yvonne Schulz zu erkundigen. Ist das richtig? Ja. Mein Name ist Frank, Rechtsanwalt Frank. Darf ich erfahren, wofür Sie diese Adresse benötigen? Ich habe Anlass, Kontakt zu Frau Schulz aufzunehmen. Beruflichen Anlass. Genügt Ihnen das? Nein. Dafür würden Sie sich nicht persönlich hierher bemühen, schon gar nicht um diese Zeit. Vielleicht erzählen Sie mir erst einmal, warum sich die Polizei für mein Interesse an Frau Schulz interessiert. Wir interessieren uns für Frau Schulz. Wir haben Grund dazu. Also das genügt mir genauso wenig. Ist der Wohnsitz von Frau Schulz der Polizei bekannt? Ja. Wir können Sie zwingen zu reden, Herr Rechtsanwalt. Das bezweifle ich. Außerdem bin ich ja bereit zu reden. Allerdings nur in Gegenwart von Frau Schulz.
Einverstanden. Sie ist vor 3 Jahren von Frankfurt weggezogen nach Wiesbaden. Wenn sie ihn recht ist, fahren wir sofort los. Sie ist zu Hause. Frau Gerdes, haben Sie keine Angst, ich will Sie nicht überfallen. Rechtsanwalt Frank schickt mich. Mein Name ist Martulay. Ich kann mich ausweisen. Moment, im Wagen. Nein, es ist schon gut. Ich glaube Ihnen schon, danke. Herr Dr. Frank hat mir Ihren Namen genannt. Ich bin sonst nicht so ängstlich, aber... Er hat mir davon erzählt. Wo war das? Hier im Vorgarten, direkt vor der Haustür. Aber kommen Sie doch rein. Bitte. Darf ich? Danke. Ich mache uns einen Kaffee. Einverstanden? Mhm. Das ist das Wohnzimmer. Setzen Sie sich doch. Und machen Sie Licht an. Matula, kommen Sie mal rüber. Sehen Sie sich das mal an. Herr Matula? Kein Licht. Erst die Vorhänge zu machen. Ich habe eine Pistole. Sie sind der Nachfolger von Dr. Renz? Das ist so nicht ganz richtig. Ich habe seine Sekretärin übernommen und einen Teil seiner Mandanten. Ich führe einige seiner Fälle zu Ende. Schön vorsichtig. Hey, du! Ich hab doch gesagt, du sollst aufpassen. Sehen Sie mal, was ich hier habe. Hau ab, verschwinde! Platz, Umba! Was ist es denn? Kram Berthold. Ist ja wunderbar, haben Sie doch was gefunden. Ja, im Archiv von Dr. Renz. Ich wusste, dass es da eine Akte gibt. Ich hatte sie ja selbst angelegt. Offenbar eine alte Strafsache. Legen Sie sie auf meinen Schreibtisch, ich schaue sie mir gleich an. Also, ich gehe dann jetzt. Oma war vorhin noch mal Gassi. Danke, Helga. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Danke. Ach, Helga? Ja? Hat sich Herr Matula immer noch nicht gerührt? Nein, eben wieder versucht. Er ist immer noch nicht zu Hause. Ich habe ihm jetzt noch mal auf Band gesprochen, dass Sie hier auf ihn warten. Danke. Das ist nur der Herr Matula, den kennst du ja schon.
Guten Abend. Sind Sie der Frank? Rechtsanwalt Frank, ja. Was gibt's denn? War gar nicht leicht zu finden. Darf ich reinkommen? Die Kanzlei ist schon geschlossen. Ich konnte nicht früher. Ich brauche Sie. Ich habe eine Frage. Dann erklären Sie mir kurz, worum es geht. Es geht um Ihren Vorgänger. Sie meinen Dr. Renz? Der hat aufgehört. Ich weiß, Sie waren in seinem Büro. Das sind die Handwerker. Die haben mir gesagt, Sie sind sein Nachfolger. Das ist so nicht ganz richtig, aber können Sie nicht morgen wiederkommen? Ich gebe Ihnen einen Termin. Aber Sie hören doch, es ist dringend. Es ist ein Notfall. Na gut, meinetwegen. Kommen Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Wie heißen Sie und was kann ich für Sie tun? Weiß der Hund? Nur wenn ich angegriffen werde. Sie sagen, Sie waren Mandant von Dr. Renz? Tun Sie ihn weg hier. Wie bitte? Den Hund. Tun Sie ihn raus hier. Warum denn? Er ist doch ganz friedlich. Ich mag keine Hunde. Ich kann so nicht reden. Sie haben aber eine Menge Sonderwünsche. Komm, Umba, raus. Geh nach nebenan. Es dauert auch nicht lange. Können wir jetzt zur Sache kommen? Ich möchte nach Hause. Und nennen Sie mir bitte vorher Ihren Namen. Ich komme wegen dem Renz, habe ich doch gesagt. Weil Sie sein Nachfolger sind. Und ich habe Ihnen gesagt, dass das so nicht ganz richtig ist. Ich habe einen Teil der Mandanten von Dr. Renz übernommen und ich bewahre seine alten Akten auf. Das ist alles. Seine Akten? Ja, 5 Jahre lang. Das ist Vorschrift. Dann braucht ihr nur nachzusehen. Es geht um meinen Freund. Der Renz hat ihn verteidigt. Ach, Sie waren nicht selbst Mandant von Dr. Renz? Das klang eben aber noch ganz anders. Nein, ich bin Ihr Mandant. Ich brauche die Adresse. Von Ihrem Freund? Solche Auskünfte geben wir grundsätzlich nicht. Nein, nicht von meinem Freund, von seiner Verlobten. Sie hören doch, Anwälte unterliegen der Schweigepflicht. Solche Auskünfte dürfen wir gar nicht geben. Aber es ist ein Notfall. Können Sie das nicht verstehen? Wenn Sie den Hund wieder reinholen, dann steche ich ihn ab. Was wollen Sie mit der Adresse? Ich will Sie fragen, wo ich meinen Freund finden kann. Ich muss ihn sprechen. Und wie heißt seine Verlobte? Weiß ich nicht, ich kenne sie nicht. Ich weiß nur ihren Vornamen, wo sie gewohnt hat. Sie heißt Yvonne. Aber da wohnt sie nicht mehr. Und ihr Freund, wie heißt ihr Freund? Kramm. Vorname Berthold. Na schön, also nehmen wir mal an, selbst wenn ich die Akte hätte, dann... Sie haben die Akte. Der Renz hat ihn ja verteidigt. Aber Sie suchen nicht Ihren Freund, sondern seine Verlobte. Und wieso sollte Ihr Name in seiner Akte stehen? Sie war Zeugin, sie hat ausgesagt. Aber sie ist inzwischen verzogen, das haben Sie doch eben gerade erzählt. Auf jeden Fall steht Ihr Name drin, und zwar vollständig. Auch der Nachname und vielleicht auch Ihre neue Adresse. Mag sein. Aber Sie sehen ja selbst. Wir sind gerade mitten im Umzug. Und das Problem ist, die Kisten mit den alten Akten sind noch nicht hier. Wo sind sie denn? In der Kanzlei von Dr. Renz. Da sind keine Kisten mehr. Natürlich sind sie da. Wo denn sonst? Da komme ich doch gerade her. Das sind die Handwerker. Haben Sie auch im Keller nachgeschaut? Herr Dr. Renz hatte sein Archiv im Keller. Und da stehen jetzt die Kisten mit den Akten. Also gut, wir fahren hin. Aber wehe, wenn Sie mich verscheißen. Jetzt reicht's mir aber. Ich fahre nirgendwo hin. Ich rufe jetzt die Polizei. Das werden Sie nicht tun. Sie kommen mit.
Und zwar ganz friedlich und ohne Ärger. Was Sie hier machen, das ist Nötigung. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Wieso? Sie sind mein Anwalt. Ich bezahle Sie. Sie müssen schon ein bisschen was tun für das Geld. So, muss ich das? Wer ist denn das? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Mandant? Ich denke, Ihre Kanzlei ist geschlossen. Das war doch für Sie auch kein Hinderungsgrund. Warten Sie, ich schau mal nach. Bleiben Sie hier. Ich mache jetzt auf, daran können Sie mich nicht hindern. Doch, kann ich. Wir warten, bis die Luft rein ist. Es muss ja nicht jeder wissen, dass ich hier bin. Ich erwarte Verschwiegenheit. Dazu sind Sie verpflichtet. Das haben Sie selbst gesagt. Das ist der nächste Weg. Wir haben noch Vorfahrt. Na komm, fahr. Man weiß doch nie, ob die wirklich halten. Mann, Sie machen mich verrückt mit Ihrer Fahrerei. Fahren Sie zu! Sind Sie wahnsinnig? Können Sie nicht aufpassen? Wieso ich denn? Kommen Sie mal raus, sehen Sie sich das mal an. Also hören Sie mal. Erst schneiden Sie mich, dann bremsen Sie wie ein Verrückter. Haben Sie meinen Blinker nicht gesehen? Was? Warum lassen Sie nicht Ihren Hund ansteuern? Was für ein Hund denn? Na, Ihren Blindenhund. Wenn Sie keinen haben, besorgen Sie sich einen. Ich habe Sie genau gesehen, aber wenn man... Dann haben Sie auch die Parklücke gesehen und wir haben gesehen, dass ich da rein wollte. Ich hole die Polizei. Das lohnt sich doch gar nicht. Ist doch gar nichts passiert. Lohnt sich nicht? Ist nichts passiert? Das ist ein Auffahrunfall. Und Sie haben Schuld. Und Sie bezahlen. Ich brauche ein Telefon. Für die Polizei. Ist er weg? Ja. Ja, er gibt auf. Ja, oder? Dann lassen Sie uns das mal beenden. Nun beruhigen Sie sich doch endlich. Es hat doch überhaupt keinen Sinn, sich so aufzuregen. Wir trinken eine Tasse Kaffee und dabei können wir uns in Ruhe einigen. Aber Sie zahlen. Wenn Sie nicht zahlen, rufe ich wirklich die Polizei.
Als Sie nicht geöffnet haben, dachte ich, Sie hätten eine Mandantin rum und sprechen mit ihr einen Fall durch. So gesehen war es eine Enttäuschung. Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Guten Tag, ja. Zwei Kaffee? Kann ich nur die Tassen? Tassen. Ja, für mich auch. Ich nehme dasselbe. Wieso nehmen Sie da nicht besser? Ist schon richtig. Zwei Tassen für jeden Teil. Danke. Zur Sache. Was wollte der Typ in Ihrem Wagen von Ihnen? Ich erzähle Ihnen erstmal, was ich von Ihnen will. Es geht um ein Ehepaar Gerdes, alte Mandanten von Renz. Und Frau Gerdes hatte gestern eine äußerst unangenehme Begegnung. Und da ihr Mann heute für einige Tage verreisen musste, sucht er jemanden, der auf seine Frau aufpasst, damit sich sowas nicht wiederholt. Richtig. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Gegenfrage. Kann sie zahlen? Oder entschädigt sie wenigstens durch ihren Anblick? Ich würde sagen, beides. Okay, ich bin interessiert. Was ist ihr denn begegnet? Die große Versuchung oder der böse Wolf? Frau Gerdes ist berufstätig, Werbung oder so etwas. Als sie gestern Abend nach Hause kam, wurde sie vor ihrer Wohnung von einem Mann abgefangen, den sie nicht kannte. Der Mann hat sie nach einem gewissen Berti gefragt, ob der schon wieder draußen sei und wo er ihn finden könne und so weiter. Frau Gerdes hat geantwortet, es müsse sich um eine Verwechslung handeln. Das hat der Typ aber nicht geglaubt. Er ist rabiat geworden und nur weil zufällig der Ehemann dazu kam, ist er abgehauen. Interessant. Aber wo ist der Zusammenhang? Die Frau, mit der Frau Gerdes verwechselt wurde, heißt Yvonne Schulz. Und der Mann bei mir im Auto, der hatte mich vorher in der Kanzlei aufgesucht, um die Adresse von dieser Yvonne Schulz zu erfragen.